Gerichtsvollzieher ist ein typischer Männerberuf. Die Quote liegt immer noch bei 60 zu 40. Anja Lauscher arbeitet seit 6 Jahren als Gerichtsvollzieherin. Es ist vielleicht sogar manchmal ein Vorteil, den Beruf als Frau auszuüben, weil der Respekt gerade von Männern gegenüber dann etwas einfacher ist. Oder da, die schämen sich oft mehr, weil na jetzt, sage ich mal ganz, eine nette Frau vor der Tür steht. Oftmal glaubt man dann noch nicht, dass es jetzt die Gerichtsvollzieherin ist. Also ich muss schon relativ oft meinen Ausweis zeigen. Und dann sage ich immer, kommt es darauf an, wie man den Leuten gegenübertritt. Angst kenne ich eigentlich gar nicht. Ab und an, wie gesagt, es gibt Ausnahmefälle. Ich bin einmal mit einem Messer bedroht worden, einmal mit einer Waffe. Und das war's. So, also hier habe ich jetzt auch einen Fall. Ich muss einen Haftbefehl vollstrecken. Den Schuldner habe ich fast noch nie angetroffen. Muss man jetzt mal klingeln, versuchen, ob er heute da ist. Könnte kritisch werden, er soll schon mal vandalieren, aber es versuchen wir. Hey. Bitte sehr. Tag, Lauscher, mein Name, Gerichtsvollzieherin. Dürfen wir reinkommen? Dann kommen Sie rein. Danke. Der Ägypter hat eine offene Arztrechnung von über 300 Euro. Doch der Mann ist mittellos. Ich meine, man sieht ja auch jetzt so hier in der Wohnung, dass auch vom Pfänden her, dass er hat ja jetzt keinen Wohlstand hier in der Wohnung. Das ist also schon das Nötigste, was er hier in der Wohnung besitzt. Das hat man schon, muss ich sagen, relativ selten. Also, dass es so wenig in der Wohnung steht an Möbeln und auch die Geräte, alles ganz, ganz alt. Hier in dem Fall ist natürlich jetzt die Sache, der Haftbefehl zwingt Sie natürlich jetzt, dass Sie die adelsstattliche Versicherung leisten müssen. Oder aber Sie können die Forderung bezahlen. Wie sieht's da aus? Können Sie das bezahlen? Wovon leben Sie momentan? Hartz IV. Von Hartz IV. Haben Sie im Moment Bargeld hier? Haben Sie ein Portemonnaie hier? Dürfte ich das mal sehen? Das überprüfe ich selber, ob er jetzt Bargeldbestand hier hat. Damit, er könnte mir jetzt theoretisch sagen, er hätte kein Bargeld, aber hätte hier Bargeld drin. Hat er in dem Fall nicht und so gebe ich es halt auch an, dass er kein Bargeld besitzt. Der Mann versteht die Vollstreckungsmaßnahme nicht wirklich und zeigt sich ein wenig uneinsichtig. Ansprüche aus Pacht- oder Mietverträgen? Der Mann hat keinen schlimmen Tat begangen, so geklaut oder irgendwas Böses oder sowas. Und trotzdem muss er davon die Knast gehen. Das ist ziemlich. Haben Sie sich ja in dem Sinne jetzt erspart, indem dass wir hier freiwillig die adelsstattliche Versicherung machen. Von daher, der Haftbefehl wird auch jetzt durch die adelsstattliche Versicherung überdeckt. Hier brauche ich noch mal eine Unterschrift von Ihnen, und zwar, dass Sie mit dem heutigen Tage zahlungsunfähig sind, dass Sie keine neuen Schulden machen müssen. Sonst wandert der Schuldner ins Gefängnis. Die Gerichtsvollzieherin hat nicht für jedes Schicksal Verständnis. Auch wenn er hier sagt, er ist Ausländer, er versteht die Sprache nicht ganz so, aber Schulden machen kann er, das, so sehe ich das einfach und von daher geht mir das also nicht nahe.